Hey Leute, was geht? Ihr seid bei JB Cars TV. Wir fahren demnächst auf die Mille Miglia, eine 1600 Kilometer lange Oldtimer Rally. Nicht als offizieller Teilnehmer, nur weil wir riesen Fans sind. Und wir machen das Ganze in unserem Oldtimer, in unserer 1973er Alfa Giulia. Mit so einem Oldtimer kann man so eine lange Fahrt natürlich nicht einfach machen. Man muss das Auto darauf vorbereiten. So, wir legen die Kerzen immer dahin, wo wir sie rausgeschraubt haben, damit wir auch feststellen können, welcher Zylinder eventuell Probleme macht. Zylinder 1 ist in Ordnung. Zylinder 2 ölt ein bisschen. So, Zylinder 3 ölt ein bisschen mehr. Zylinder 4 ist wieder in Ordnung und ölt nicht. Naja, alte Alphas brauchen Öl, das ist normal. Gut, was wir in jedem Fall noch machen müssen, ist ein Ölwechsel. Mit ein bisschen Öl einschmieren und dann rein damit. Ist 20W50 Oldtimeröl. So, jetzt kleben wir noch die neuen Startnummern drauf. Telefon! Ferner noch alle Flüssigkeiten zu kontrollieren, später den Reifenluftdruck zu kontrollieren, auch im Reservereifen, ganz wichtig. Und für die ungeübten Leute bitte benutzt immer einen Trichter beim Einfüllen des Öls. Ich bin der Frank, ich fahre mit dem Porsche 928 mit der Startnummer 928 und freue mich auf die Mille. So, Holger bin ich und habe die Startnummer 944, einen schönen Porsche. Mein Name ist Bond, Klaus Bond und ich fahre die 007. Thank you.
Was machst du? Das Gaspedal entquietschen. Mit den vier Autos, die wir hier haben, fahren wir jetzt über Jaufenpass Österreich nach Italien runter. Heute ist eigentlich noch kein Emilia-Tag, sondern nur das Hinkommen.
da haut's alle Bäume um gerade. Wir müssen hier raus, da fallen die Bäume um. Da unten ist einer umgefallen, hier. Was jetzt gerade passiert ist, ist, dass hier so windet, dass es alle Bäume auf die Straße haut. Deswegen müssen wir jetzt echt schauen, dass wir aus dem Wald rauskommen. Ich muss also fahren, ich roll langsam weiter.